ist der Treiber. Es ist soweit. Moped ist fertig. Die ersten Meter. Ich habe Motor gewechselt, wenn er nicht weiß. Und habe den für 12 Euro ersteigert. Und läuft. Sogar auf allen vier Zylindern. Jetzt bin ich mal gespannt, wie sich verhält. Auf jeden Fall, jetzt geht alles, jetzt die ersten Meter schon alles exakter. Gänge rein und boah, ist das schön. Ist ja Wahnsinn. Und die Kupplung, da muss man sich immer dran gewöhnen. Hat halt 50.000 weniger wie der alte Motor. Oh, macht das einen Spaß. Ist zwar kalt, so 0, 1 Grad. Kumpel von mir fährt auch mit. Ein Stückchen, falls ich mal irgendwie stehen bleiben sollte. Da habe ich direkt schnelle Hilfe. Ich habe dich vorgestellt, dass du mitfährst, falls ich irgendwas stehen bleiben sollte. Ja, ist gut, dass du mitkommst. Du hast deinen Helm überhaupt nicht zu. Ja, habe ich vergessen. Habe ich vergessen, den Helm zuzumachen. Oh, ich bin total nervös. Das hier klappt. Oh. Auf jeden Fall nimmst du schon ganz gut Gas an. Ja, mein Kumpel Rüdiger, den kenne ich schon 30 Jahre. Der hat mich eigentlich erstmal wieder zum Motorradfahren gebracht. Das ist so gekommen, ich bin zeitlang kein Motorrad mehr gefahren. Und dann musste der in Urlaub. Und dann sagt er, weißt du was, du bringst mir das Ding durch den TÜV, ihm seine Cover. Da kannst du die 4 Wochen haben. Dann habe ich das gemacht. Und da war ich wieder infiziert. Da musste ich mir unbedingt wieder Moped holen. Uiuiuiui, was geht hier ab? Oh, das sieht zwar so herrlich draußen aus, das Wetter. Boah, ist das kalt. Fährst du jetzt gleich mal vor, da kann ich dich mal ein bisschen filmen. Was? Fährst du gleich mal ein bisschen vor, bis zur Mühlheimer Straße. Mühlheimer Straße? Ja. So, da kann man den mal auch noch filmen. Ja, dann war ich nachher ganz traurig, wo ich das Moped wieder abgeben musste. Und dann zu dem Moped hier bin ich so gekommen. Da war eigentlich nur ein Zufall. Da musste ich das Moped vor mir abgeben, wieder nach den 4 Wochen. Dann ruft mein Onkel mich an. Er fährt auch Moped, mein Onkel. Ob ich ihm sein Moped haben will. Und da habe ich natürlich direkt zugeschlagen. Da habe ich wieder einen Blinker vergessen. Und so bin ich zu der Diva gekommen. Ja, mein Kumpel Rudi hat auch einen YouTube-Kanal. Der fliegt immer viel mit der Drohne. Hat sogar einen Lehrgang mitgemacht. Für die Drohne. Irgendwie einen Schein oder sowas. Weiß ich nicht genau. Irgendein Schein, dass er Flugerlaubnis oder irgend sowas hat. Das ist auch ganz schön interessant, so eine Drohne.
Und mein Kumpel, der fährt das ganze Jahr über. Er hat gar kein Auto. Egal was für ein Wetter. Eisenhart. Guck da den an. Oh, da freue ich mich schon im Frühjahr. Da ist das Moped perfekt. Diese Woche mal richtig wienern und putzen und machen. Bis jetzt Probefahrt bestanden. Yippie. Also, läuft gut. Ja gut, das war's mit meiner Probefahrt. Liebe Leute, dann sag ich mal, bis dann, euer Driver.